Guten Tag. Ich bin gerade draußen und ich wollte euch mal diese vierte Achse Stabilisierung zeigen. Ich werde jetzt zweimal die gleiche Strecke gehen, einmal mit der Stabilisierung und einmal ohne. Und dann kann man eventuell die Unterschiede sehen. Ich habe selbst auch noch nicht gemacht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das mache draußen. Und dementsprechend wäre dann jetzt mal ein Test. Bis gleich. So, ich gehe jetzt diese Strecke und halte jetzt quasi die Kamera, die Osmo Pocket 3, ganz normal am Gehäuse. Das heißt, ohne die vierte Achse. Die ist zwar noch montiert, aber sie ist quasi nicht aktiv. Hier vorne an diesem Baum, da werde ich jetzt ein bisschen schneller laufen, beziehungsweise ein bisschen joggen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Unterschied unbedingt sieht. Ich drehe mich jetzt einmal um. Das ist übrigens das schöne Duisburg-Hockingen. So, und jetzt gehe ich wieder zurück, um mal ja, ich weiß noch nicht, ob man das jetzt hier mit den Bäumen gut sehen kann. Die normale Auf- und Abbewegung, die der Gimbal verursacht, denn es wird ja bei der Kamera nur werden ja nur drei Achsen stabilisiert, nicht die Auf- und Abbewegung. Ich gehe jetzt hier nochmal zum Startpunkt zurück und dann mache ich das Ganze nochmal mit dem Scotty vierte Achse Gimbal. So, ich schneide das jetzt auch nicht groß. Ich drehe mich jetzt wieder um. Ich muss mal ganz kurz eben zu Atem kommen. So, und jetzt halte ich den Gimbal quasi am Scotty-Griff. Und jetzt laufe ich nochmal los. Man sieht jetzt, wie es wippt. Ich mache jetzt mal mit dem Handy gleichzeitig auch eine Aufnahme. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Hier kommt wieder der dicke Baum und jetzt renne ich wieder. Ja, da merkt man dann, wenn man lange keinen Sport mehr gemacht hat. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück mit der vierten Achse. Und wie ihr mit dem Handy, wie ihr auf dem Handy-Video gesehen habt, wackelt das Ding doch sehr auf und ab. Aber das ist das, was er natürlich aus euren Armen rausnimmt. Und dementsprechend stabilisiert. Ja, ich hoffe, mein Keuchen ist jetzt nicht zu extrem. Und wenn ja, blende ich das aus. Aber gut, das soll euch ja nicht stören. Ich wollte euch nur mal hier die Arbeitsweise von diesem vierte Achse Gimbal mal zeigen. So, und jetzt hier nochmal unser Startpunkt. Ich gehe jetzt nochmal hier ein bisschen weiter, dass man vielleicht den Kirchturm mal sieht. Ich habe immer noch das Scotty-Teil in der Hand. So.
Jetzt bleibe ich mal stehen. Und jetzt nehme ich die Kamera wieder so in die Hand. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Wir sind jetzt bei 4 Minuten 42. Mal schauen, was er macht. Ich gehe jetzt nochmal zum Startpunkt, drehe mich nochmal um und gehe jetzt nochmal dort Richtung Kirchturm. So, und ich denke, dass man doch grob einen Unterschied sehen wird. Ja. So, ich beende jetzt das Video und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, gut, das war jetzt meine Teststrecke mit dem Gimbal Stabilisator-Griff von Scotty. Also ich habe die Aufnahmen noch nicht gesehen, ich bin ja immer noch draußen. Ich hoffe, dass dieser Griff tatsächlich funktioniert. Weiterer Vorteil ist, dass der Griff auch noch ein super Selfie-Stick ist. Das heißt, ich kann jetzt am ausgestreckten Arm doch einiges mehr aufnehmen. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck dieses Teils. So, ich gehe jetzt mal wieder rein. Dann stelle ich mich jetzt gleich einmal eben vor den Spiegel bei uns im Schlafzimmer, um euch dann das auch noch mal zu zeigen, wie das Ding wirklich funktioniert. Schön ist, dass meine Uhr mir sagt, dass ich Sport gemacht habe. Ja, bis gleich. So, ihr habt jetzt noch mal das Teil vor dem Spiegel. Ich habe jetzt hier Active Track aktiv. Und dementsprechend sieht man vielleicht gar nicht so. Ich weiß gar nicht. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen. Da ist einer vor dem Spiegel, so wie ich jetzt gerade, auf und ab gejoggt auf der Stelle. Man muss es einfach mal schauen. Und das Ganze, wenn ich jetzt die Kamera so in die Hand nehme, ich merke gerade, ich muss mehr für meine Gesundheit tun. So, wie ihr seht ihr mich außer Atem. Also es war jetzt ein Test. Ich werde das jetzt mal auf den Rechner rüberziehen und werde mir das mal anschauen. Ja, ich werde jetzt mal hier das Teil abschrauben. Mal auf den Tisch legen. Und mal eben die Kamera drehen. So, und hier ist das Teil jetzt. Also grundsätzlich wird es an dieser Seite festgehalten. Ja, und das ist eigentlich somit die beste Variante, wie man das Teil dann hält. Hier oben drauf kommt dann die Osmo Pocket 3 drauf. Und ich blende aber auch Fotos ein, wie es dann letztendlich aussieht mit der Kamera. Weil im Moment filme ich ja gerade mit der Kamera. Ja, und hier diese Feder, die verhindert oder die stabilisiert dann natürlich diese Auf- und Abbewegung. Ja, ich kann es jetzt schlecht zeigen mit einer Hand. Doch, ich könnte ja eigentlich mal hier jetzt das Stativ schnell draufschrauben. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das Ganze halten kann. Ja, aber so wie ich gesehen habe, ist das so die beste Variante. Hier kommt dann die Kamera drauf, vorne auf das Gewinde. Durch diese Feder und durch diese Konstruktion werden halt die Auf- und Abbewegungen gut abgefangen. Ja, also seid mir nicht böse. Qualitativ ist das Video wahrscheinlich nichts. Ich habe auch wahrscheinlich 740 Mal in der Minute das Wort Am probiert oder benutzt. Soll aber nicht das Hauptthema sein. Mir geht es eigentlich darum, euch mal den Unterschied zu zeigen von dem normalen Bewegungsablauf der Osmo Pocket 3 beziehungsweise dann zu der vierten Achse von Scotty. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, werde mir das jetzt gleich auf dem Rechner mal anschauen und dann
könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, das ist nicht billig, das Ding. Es kostet irgendwie um die 80 Euro. Aber meiner Meinung nach, wenn man wirklich viel filmt in Bewegung und wenn es wirklich funktioniert, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Man kann hier an diesem Schräubchen hier oben und hier vorne kann man wohl nochmal die Intensität der Feder einstellen. Das muss ich aber nochmal testen, inwieweit das wirklich vonnöten ist. Gut, ich mache jetzt Stopp. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen was mit diesem Video anfangen könnt, auch wenn ich jetzt viel dummes Zeug geredet habe. Aber dem einen oder anderen hilft es vielleicht. Ich danke dann schon mal, ne, wie man das so schön auf YouTube sagt. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wie machen das die YouTuber immer so? Schreibt es in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und immer gut Licht für eure Aufnahmen. Euer Martin.